Aha, das sind schon meine Zuteilungen. Ja. Naja, das ist halt das, was ich in der Früh so ganz normal als Chef, als Manager zu tun habe. Dann werden wir mal zuteilen. Ja, dann werden wir das erste Stück einmal protokollieren. Was soll denn? Ja. Ja, das bekommt der Herr Adler. So machen wir das, das geht ja ganz schnell. Und dann haben wir das nächste. Es ist interessant, das geht eigentlich genauso schnell wie mit Papier. Haben Sie das gesehen? Das ist überhaupt kein Unterschied. Wo ich das mit dem Papier mache und reinschaue, was ich tue und dann herschreibe, wer es kriegt, gegenüber dem iPad. iPad ist cooler, finde ich. Ja, aber das ist halt meine persönliche Meinung. Ja, ja dann haben wir das nächste. Nein, das tue ich jetzt nicht. Weil dann möchte ich nur Rücksprache halten. Das überspringen wir, dann nehmen wir gleich den nächsten. Ja, und das tun wir. Ja, das schicke ich dann zur Information auch noch weiter. Ja. Das werden wir auch gleich zuteilen und auch CC jemanden schicken. Das geht auch schnell. So. Herrn Kaufmann schickt mir das. Ja, und dann werden wir uns noch eine Person suchen, der wir das CC zuteilen. So, dann nehmen wir die Frau Keinz. Die kriegt es dann noch. CC und dann haben wir es auch erledigt. So, und dann haben wir, glaube ich, noch einen und dann hätte ich eigentlich, ja genau, und das tun wir jetzt auch dem Herrn Adler, schicken wir das wieder. Und damit habe ich eigentlich jetzt unterwegs meine Zuteilung schon gemacht. Also das finde ich wirklich sensationell, wie schnell das geht. Und jetzt schauen wir nach, ob ich schon was zum Genehmigen habe. Na schau, vier Sachen. Schauen wir mal in das erste rein, was das ist, was das sein könnte. Sag deiner Frau einen schönen Gruß. Bitte ausrichten, verstehe ich. Aha, der Herr Schneider, ja, ein Namensvetter. Was ist das? Kommunal. Ja, das wird genehmigt. So schnell kann es gehen mit der Arbeit. Jetzt haben wir eh noch ein bisschen Zeit. Ja, wir sind ja viel zu früh da, gell? Schauen wir in das zweite noch. Was ist das? Ah, nein, da machen wir noch Genehmigung verweigern. Mit der Bitte um Rücksprache als Bemerkung. Sag, was machst du mit der verbleibenden Zeit, wenn du das unterwegs auch die Arbeit so machst? Maniküre. Aha, okay. Ja, schau, das geht ja ganz schnell. Ja, und jetzt sind nur noch zwei Sachen, da schaue ich auch ganz schnell rein. Und mit dem iPad geht es ja jetzt von überall. Ja. iPad ist sexy. Ja, das ist sowieso, habe ich schon gesagt, also das passt auch. Was ist das? Ah, Müller, Marius. Genehmigen. Ja, und dann ist nur noch eine Sache offen. Die schauen wir auch noch an. Was ist das? Ah, nochmal der Herr Schneider. Ja, das geht in Ordnung. So, und so schnell habe ich das erledigt. Das ist Wahnsinn. Ich finde es großartig, dass ich diese mobilen Devices neben den hübschen Dingen wie Facebook und YouTube jetzt auch fürs Tagesgeschäft nutzen kann. Und außerdem finde ich, das iPad passt viel besser zu mir. Weißt du wieso? Klein, praktisch, gut. Das ist super. Das ist, ja, das finde ich auch so. Ich finde auch, dass es einfach mit diesen zwei Dingen, die wir da jetzt gesehen haben, einfach den Job von einem Manager wirklich unterstützt. Ja, und ich kann es von überall aus machen. Ja, eben, dann zeigen wir das. Mhm. Ja, zeigen wir es, ja. Man hat es schon vorher mal kurz gesehen. Das schaut ja aus wie in einem Flugsimulator. Ja, es ist auch ein Cockpit, aber ich fliege damit hoffentlich nicht. Ja? Zumindest nicht runter. Nein, es ist ein Cockpit, es heißt auch so. Und zwar, es ist mein Business-Kennzahlen-Cockpit. Mhm. Und das hat man ganz am Anfang schon kurz gesehen. Mit dem sehe ich meine strategischen Kennzahlen in meiner Abteilung. Ja? Also das ist jetzt nichts, wo dann irgendjemand irgendwelche personalisierten Daten dahinter sieht, sondern was ich sehe ist, wie viele Eingänge haben wir im Backlog, wie viele Ausgänge sind bereits in Bearbeitung und wie viele erledigte Ausgänge habe ich heute. Und das ist schon, das ist so wie halt wie beim Autofahren oder wie beim Fliegen, wie du gesagt hast, dass ich sozusagen real-time hier sehe, wie mein Geschäft läuft. Das sind die aktuellen Zahlen? Das sind die aktuellen Zahlen, die werden faktisch von UpTelemetry über die Business, über die eGov Suite ganz einfach über Telemetrie herausgelesen und werden mir online präsentiert. Und damit kann ich erstens einmal besser managen natürlich und zweitens kann ich meinen Leuten helfen, weil wenn ich wie an einem Tag wie im Parteienverkehr
merke, dass da ganz einfach eine Überlast passiert, kann ich einfach umschichten und sagen, helft es denen, weil die kommen halt nicht zur Rande und das sehe ich da ganz einfach. Mhm. Und diese Zahlen, die bekomme ich. Und das ist sozusagen jetzt die Windschutzscheibe zu den Reports, die wir bis jetzt hatten. Also wenn ich in den Rückspiegel sehen will, dann schaue ich in die Reports. Wenn ich vorne rausschauen will, dann schaue ich auf dieses Cockpit. Da sehe ich dann, was aktuell abgeht. Und was ist das da unten? Das sind dann historische Daten, die ich mir ansehen möchte, nämlich zum Beispiel die Laufzeit. Wie verteilt sich die, also wie viele Geschäftsfälle hatten wir unter einem Tag, wie viele kleiner 2 Tage, 3 bis 5, 5 bis 10. Das ist sozusagen ein bisschen Statistik bereits, aber ohne dass ich Reports ausdrucken muss, die sind auch laufend so. Und das Gleiche ist dann der Backlog historisch, wie viele hatten wir pro Tag. Also da sieht man ein bisschen, wie sich das Geschäft entwickelt hat bei mir. Aber ich bin mit dem ganz happy. Mhm. Ja. Ich möchte aber auf meine Berichte nicht verzichten. Nein, musst auch nicht. Also das ist ja sozusagen die Online-Sicht und die Berichte. Ich zeige das einfach, wie die Berichte jetzt aussehen, weil auch daraus kann man auch Berichte generieren. Die bekommst ganz normal in der EGOV-Suite dargestellt und das sind jetzt die Berichte dazu. Da sehe ich die gleichen Daten in Berichtsform. Das kann man natürlich dann auch noch anpassen. Mhm. Und das Schöne ist, dass bei der Fabersoft, bei UpTelemetry jetzt 5 oder 6 Standardberichte mit dabei sind. Mhm. Und die kann ich einfach nutzen. Und wenn jemand mehr haben will, kann man sich das selbst dann generieren. Das ist relativ einfach. Wie oft kann ich das einfordern? Grundsätzlich kannst du, also ich bekomme das, wann ich es will. Also ich habe es eingestellt einmal in der Woche. Da gehe ich einfach in meine EGOV-Suite in diesen Ordner hinein. Da liegt es drinnen, den mache ich auf. Das ist die aktuellste Version, die sehe ich dann. Das ist ja praktisch. Ist praktisch. Und nicht zu vergessen, kann man auch mobil tun. Ich kann das auch hier machen. Das sehe ich auch, wenn ich will, hier. Ja. Ah. Und das ist natürlich auch was, wenn man unterwegs ist, dass man sogar, also die Berichte ist weniger, weil den Rückspiegel brauche ich wahrscheinlich unterwegs nicht. Aber zu sehen, wie es zu Hause geht, ist sicher ein Punkt. Aber man darf auch bei den Berichten nicht vergessen, in einer Besprechung, wenn man das mit hat, kann man das einfach anschalten und dann den Leuten zeigen. Ist ja auch ganz nett, wenn man zeigt, wie man performt und wie es einem geht. Fantastisch. Das ist schon super. Aber ich zeige dir jetzt noch was zu dem Thema. Nachdem ich als Abteilungsleiter und Chef ja nicht nur sozusagen für diese Business, für die strategischen Zahlen zuständig bin, sondern auch, dass die Kunden zufrieden sind, nämlich Bürger, Klienten, wie auch immer, ja, habe ich mir auch mein technisches Portal, nämlich dieses Cockpit, installieren lassen. Ja? Sehr männlich. Das schaut schon viel mehr aus wie ein Flugzeug. Ja? Also ich kann das nur unterstützen, ja? Was du sagst. Aber was will ich denn sehen? Ja? Ich sehe hier auf diesem Cockpit, erstens einmal laufen alle die Dienste, die ich haben will. Ja? Weil wenn, natürlich kann man immer sagen, das Rechenzentrum hat, ist da ein Problem. Ja? Aber das Problem habe immer ich als Abteilungsleiter, weil wenn die Leute bei mir an der Tür stehen und klopfen und nicht befriedigt werden und bedient werden, habe ich das Problem. Deswegen sehe ich das jetzt. Das DMS läuft, E-Mail läuft, Enterprise Search läuft, SAP läuft und die E-Services laufen. Ja? Wenn etwas passiert, geht es auf Rot und ich bin informiert. Ich liebe diese Überraschungseffekte überhaupt nicht, dass dann irgendjemand 2 Wochen später sagt, aber bei dir ist damals nichts gelaufen. Erstens weiß ich es dann nicht, ich weiß nicht, was ich sagen soll. So sehe ich das. Ich sehe auch, bin ich mit den Systemen innerhalb meiner Service-Levels. Das heißt, ich kann dem Rechenzentrum sagen, was ist denn jetzt los? Also ich kann fragen. Mhm. Ja, sofort. Und dann ebenfalls hier unten sieht man dann die Daten. Und nachdem ich Techniker bin, in der Seele natürlich, ja, sehe ich natürlich auch dann die CPU-Auslastung dieser Server. Das haben wir auch reinblenden lassen. Ist nicht vielleicht unbedingt fürs Business gerade das Aktuellste, aber ich mag das halt auch, das auch zu sehen. Also das kann man sich herrichten lassen und nachdem ja wir alle UpTelemetry oder früher UpStrudel im Einsatz haben, kann man sich das draufschalten lassen, das ist überhaupt kein Thema. Das kann man für meine Abteilung sehe ich. Also ich sehe es nicht für alle anderen, mhm, aber für meine Abteilung kann ich mir das alles ansehen. Das ist ja fantastisch. Das kann mir mein IT-Bereich auch sofort einrichten. Hundertprozentig. Das ist nichts anderes, wie dass du den anrufst und sagst, tu mir das bitte. Dich frage ich gar nicht mehr. Nein, mich nicht, weil ich komme dann wieder nicht. Du, das lasse ich mir sofort einrichten. Unser Helpdesk ist da eh so. Apropos, du, ein Problem habe ich noch. Hast du das auch bei uns in der Abteilung, heißt es immer wieder, das System ist zu langsam. Und wenn ich dann die Mitarbeiter frage, was habt ihr eigentlich gemacht, dann können sie es mir nie sagen. Kennst du das? Nicht nur von meinen Mitarbeitern, auch von mir. Ach so. Naja, du sitzt vor dem Bildschirm, tust was, dann läutet das Telefon. Du hebst das Telefon ab, du sprichst mit jemandem, dann gehst wieder zurück, dann weißt nicht, was du warst, dann drückst wo drauf, dann warst das Falsche. Und dann drückst du so lange drauf, bis du nicht mehr weißt, wo du bist, und dann sagst du, so, jetzt schalt das aus. Ja? Bis jetzt war das so. Ja? Ab vor einigen Tagen ist es nicht mehr so. Mhm. Und zwar deswegen, da gibt es eine Funktion in der Fabersoft EGOV Suite, die nennt sich UpTelemetry Button. Und mit dem kannst du in Zukunft dem
Helpdesk oder dem Rechenzentrum mitteilen, dass es dir schlecht geht mit deiner Applikation. Ja? Was unheimlich super ist, weil dann können die Kollegen dir sofort helfen. Und was du tust ist, es ist jetzt, du hast ein Problem oder es ist langsam, was immer. Ja? Langsam ist ja auch subjektives Empfinden. Ja? Mir ist es zu langsam, drücke ich auf den Knopf drauf. So, und dann schreibe ich, was mir nicht gefällt. Und das geht sofort zu dem Support, zum Helpdesk, ins Rechenzentrum und die werden sofort über meine Schmerzen informiert. Ja, aber wissen die dann auch, was du vorher gemacht hast am Computer? Das ist das Schöne bei diesem Knopf, was der tut, ist, der schickt denen auch die Informationen der letzten 10 Minuten, was ich getan habe. Der kann wirklich nachsehen, was ich getan habe, technisch, und kann mir wirklich helfen. Wie praktisch. Da fallen die ganzen Nörgler dann weg. Das ist der Vorteil des Rechenzentrums. Also die, die immer sagen, es ist langsam, aber nie damit was tun, die können es auch nicht mehr behaupten, die sind auch weg. Ja? Weil wenn er nie auf den Knopf drückt, dann kann er nicht sagen, es war langsam. Ja? Also es ist für beide Seiten etwas drinnen. Aber ich finde es sensationell. Also auch das mit der Version 8 SP1 hast du das. Praktisch, ja, das brauche ich. Ja, ihr bei Faversoft, ihr seid ja den Wahnsinn, gell? Ja, schon. Unglaublich. Du, jetzt hast du so viel Neues mir mitgeteilt. Kannst du es nochmal zusammenfassen? Gerne. Was haben wir gezeigt heute? Mobiler Zugriff zur Zuteilung, also Manager-Arbeitsplätze. Ja? Manager werden verstärkt mobil tätig sein und dazu braucht es gewisse Use Cases, die man auf diesen Devices tun kann. Was wir heute gesehen haben, ist Workflow vom iPad für Zuteilen und für Genehmigen. Das sind Haupttätigkeiten von Managern. Ja? Ich kann natürlich auch was schreiben, wann ich will da drauf. Ja? Tue ich aber nicht, bin keine Schreibkraft, bin Manager. Ja? Mobiler Zugriff zur Genehmigung, genau das Gleiche. Zuteilen, Genehmigen sind zwei Haupt-Use Cases, die mobil gemacht werden. Sehen wir auch in vielen, vielen Projekten, die wir haben, auch heute schon mit Laptops. Nur mit dem ist es angenehmer, weil es leichter ist und weil ich nicht das Ding herumschleppen muss, das Große. Reporting von Businesszahlen. Wenn ich mir keine Reports anschaue, kann ich nie sehen, wie gut war ich oder wie schlecht war ich, wo kann ich besser werden, wie kann ich die Dinge tun. Aber ich brauche auch Online-Monitoring. Ich brauche eine Windschutzscheibe in das Leben von draußen von heute, um zu sehen, wie es mir heute geht. Und das Führen mit strategischen Kennzahlen ist wichtig und deswegen unterstützen wir das ab sofort, dass mit Abtelemetrie diese Zahlen zur Verfügung stehen. Nicht nur fürs Rechenzentrum, auch für Sie als Business Manager. Und Online-Monitoring des Betriebs, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich als Abteilungsleiter bin für die ganze Abteilung zuständig, nicht nur sozusagen quasi fürs Personal. Und deswegen kümmere ich mich um mein Geschäft und für mein Geschäft muss ich sehen, ob die Dinge auch laufen. Und das sehe ich hier, wenn sie nicht laufen, kümmere ich mich darum.